Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein Buch, erschienen im Wieland Verlag. Home of the Messermagazin, würde ich jetzt sagen. Also Messermagazin Workshop, Messerschmieden für Anfänger mit praktischer Spiralbildung. Sehr gute Geschichte, von zwei sehr guten Freunden von mir geschrieben, dem Ernst Siebenalsche-Hellwig und dem Jürgen Rosinski, der beide. Also der Ernst hat diverse Messer aufgelegt bei Ed Mahoney, ist auch auf diversen Messen da tätig. Und der Jürgen Rosinski hat auch schon ein Messer bei Ed Mahoney aufgelegt. Ich ja schon ein paar, ne? Also und zwei Messersets. Es geht voran. Der Ernst Siebenalsche-Hellwig ist, so nenne ich ihn, mein Mentor. Deshalb hat er ja auch eine Widmung reingeschrieben für Arthur, meinen Freund und Schüler. Weiter so. Ernst, 12.11. Sehr praktisch finde ich die Spiralbildung, weil wenn man nämlich tatsächlich mit diesem Hobby anfängt oder vielleicht für den einen oder anderen eine Lebenseinstellung, dann und man möchte nachschlagen, legt das auf den Tisch neben sich und die geile Bilder. Dann hat man halt, ihr kennt das, Bücher klappen sonst zu oder man muss sie drücken und dann geht die Bindung auf oder die Verleimung. Schade ums schöne Material. Das hat so ein bisschen so, das wie so ein Charakter, wie so ja, ist halt für die Werkstatt gedacht. Ne? Also sehr viele Ideen, wie man Messer Low Budget schmieden kann. Zum Beispiel hier eine selbstgebaute Esse, wie man sich einen Amboss selber baut. Begriffserklärungen, wie man eine Schmiedehaut erzeugt, Ätzungen, moderner Gasofen mit Brenner. Also ich kann das jetzt alles nicht im Detail zeigen, aber ihr seht es ja, hier oben läuft es schon die ganze Zeit so ein bisschen mit. Die Geschichte mit der günstigen, selbstgebauten Esse aus Ziegelstein. Ja, also, dass jemand sagt, kann ich nicht machen, ich kann mir jetzt nicht hier, weil ich nicht weiß, ob ich mir das leisten kann, mir eine Esse kaufen für 300, 350 Euro, 500 Euro. Hier ist euer Ticket und ihr wisst ja, ich mache gerne die Sachen mit Low Budget und weil wenn man irgendwie sich mit einem Hobby verschreibt oder guckt, ob das was für einen ist, da ist, das ist es. Ne? Also günstiger kann man nicht anfangen, Messer zu bauen, als mit diesem Workshop vom Messermagazin von Ernst Siebenalsche-Hellwig. Übrigens, wenn ihr mal ein Messer findet mit Seven Oaks, also 7 O-A-K-S, 7 Eichen, 7 Eicher, okay? Nur mal so. Also er zeigt dann auch, also sie zeigen dann auch, wie man halt so eine Esse günstig baut, wie man die Luftzufuhr macht und so weiter. Das ist wirklich, wenn ihr euch fürs Messermachen interessiert, hier, bitteschön. Bau eine Esse aus einem Gartengrill. Ja. Da ist der Ernst. Wo ist er denn noch? Ich habe es doch gesehen. Hier ist der Jürgen Rosinski. Und da ist der Ernst Siebenalsche-Hellwig. Ja. Mit Danksagungen und so weiter. Ernst Siebenalsche-Hellwig gibt auch Messerkurse, Messerbaukurse. Und jetzt gibt er Kurse, wie man einen Amboss baut, wie man einen Schmiedehammer baut und so weiter. Es ist einfach nicht einfach so, dass man irgendeinen Hammer nehmen kann. Da gibt es schon noch, da muss man halt schon noch was tun. Also ganz kann ich es leider nicht zeigen, würde ich gerne, aber sonst kauft ihr das Buch nicht. Ihr sollt ja lesen und nicht nur abfotografieren. Ja? Also ich hatte das jetzt im LKW dabei. Ich habe das immer, wenn ich meine Pause mache, ich muss ja am Tag, muss ich mindestens 45 Minuten Pause machen. Ich habe es dann noch abends zu Hause gelesen. Und das ist ein Augenöffner. Ich sag's euch, es ist ein Augenöffner. Ich guck mal, wie viele Seiten das hat, dieses Buch. Da sind wir bei 121. Oh, haben sie noch einen Schweinsbraten gezeigt. Sehr gut. 121 Seiten. Ja. Rezept fürs Schmiedeessen.
genaue Anleitung, wie man ein Messer dann auch noch baut, Designs und so weiter. Also auf 120 Seiten. Oder zum Beispiel der Beginn des Bauens vom Designzeichnen zum fertigen Produkt. Und da sind wirklich schöne Messer bei. Also ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Ich habe es jetzt durchgelesen. Aber ich bin so einer, wenn mir was gefällt, ich lese gerne das dann zwei, dreimal. Moby Dick habe ich in meinem ganzen Leben fünfmal gelesen. Solche Sachen. Man guckt ja auch manchmal gerne einen Film zweimal, dreimal, viermal. Und hier in diesem Buch sind etliche Bebilderungen, Fotografien, Erklärungen, Zeichnungen, sodass man also wirklich alles lernen kann, als wenn der Ernst neben einem stünde. Und auch der Jürgen Rosinski an der Stelle einen schönen Gruß, Jürgen. Wenn man sich, egal was man zu bauen hat, was man braucht, oder polieren, wie man einen günstigen Bandschleifer baut, wird hier auch erklärt. Also alles, was ihr im Prinzip schon im Keller habt, taugt schon dafür, Messer zu schmieden. Ihr braucht nur das Buch. Das ist alles. So, und jetzt habe ich einen Auftrag an euch. Kauft das Buch, lest es durch, fangt an Messer zu bauen, fangt an Messer zu schmieden. Und ich mache das jetzt, dieses Video für euch wirklich nur so ganz uneigennützig. Ja? Und wenn ihr fertig seid mit dem Messer, dann schickt ihr das mir und ich mache ein Review draus. Ist das ein geiler Deal? Ja, also hier, Messer schmieden für Anfänger. Ich fange jetzt an, das Buch zu lesen, Damast Messer schmieden. Es geht weiter. Oh, ich hab dieses Jahr, glaube ich, 25 Bücher gekauft. Ich muss die alle nur lesen, um euch dann damit Empfehlungen auszusprechen oder es auch zu lassen. Aber hier, volle 10 von 10 Punkten, Wieland Verlag sowieso. Ein Verlag voller Profis und Fachleute. Werdet ihr auch mal Fachleute? Ich will es hoffen. Meldet euch bei mir und schickt mir eure Messer, die ihr euch selber geschmiedet habt. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt die Schüssel ab und schwenkt die Kappe. Tschüss, Lev.